Konnichiwa, meine Damen und Herren, schön, dass ihr auf den Kanal gefunden habt. Wir geben uns heute Library of Ruina. Hierbei handelt es sich um ein Indie-Strategie-Game-Kartenspiel von Project Moon. Die haben davor noch ein anderes Game kreiert, nämlich Lobotomy Corporation. Lore-technisch kann man sich Lobotomy Corporation vorher geben, denn lore-technisch spielt es quasi vor diesem Spiel. Aber es ist eine völlig andere Art von Spiel und man kann es auch unabhängig davon spielen. Die Story: wir sind Roland und landen aus welchen Gründen auch immer in der sogenannten Library, in der Bücherei. Werden dort erstmal begrüßt von einer Dame, die die Bücherei führt. Und ja, sie reißt uns erstmal die Gliedmaßen aus, weil sie verunsichert ist, dass wir ihre Sicherheitsmaßnahmen umgangen haben. Wir wissen aber gar nicht, wie wir hergekommen sind. Sie stellt ihn dann doch mal wieder her, weil es ihr dann doch leid tut. Wir müssen aber jetzt von nun an für sie arbeiten und entsprechend Bücher für sie sammeln. Darum geht es mitunter im Spiel. Zum einen müssen wir Bücher sammeln, die haben verschiedene Grade und diese Bücher sind gleichzeitig Geschichten. Und was wir machen ist, wir gehen mal zuallererst direkt mal in ein Spiel. Unsere Aufgabe ist es, als Bibliothekar, der wir sind, die entsprechenden Menschen in die Bibliothek einzuladen, die eben auch hier in die Bibliothek kommen würden. Also die Bibliotheksleiterin weiß ganz genau, dass diese Menschen kommen werden. Das ist wie so eine Art Schicksal. Und wir wählen entsprechend die Bücher aus. Am Anfang haben wir nur das eine Buch, eben zum Beispiel im Book of Rats, das nehmen wir jetzt einfach mal, und können dann eben diesen Menschen eine Einladung schicken. Ist eine ziemlich schräge Story, aber wenn wir das jetzt ein bisschen spielen, werdet ihr das mit Sicherheit besser nachempfinden können. Und ja, die bekommen die Einladung und ihnen wird versprochen, wenn sie in die Bibliothek kommen, dann werden ihnen quasi ihre Wünsche erfüllt. All das, wonach sie streben eben, wenn sie entsprechende Herausforderungen über sich ergehen lassen, beziehungsweise dann halt auch wirklich sich battlen müssen mit uns. Und wenn sie gewinnen, dann bekommen sie das. Wenn sie verlieren, dann werden sie zu einem Buch. So, soweit dazu. Erstmal sehr schräg, aber super interessant gemacht. So, wir sind jetzt im Battle. Wir haben jetzt zuallererst nur unseren einen Librarian, unseren Bibliothekaren, nämlich Roland. Hier können wir auch nochmal, wenn wir wollen, eine andere Page auswählen. Also wir sehen hier zum Beispiel jetzt hier lauter Lannys Page. Und wir sehen aber auch, dass das andere Stats hat als jetzt er hier zum Beispiel. Also man sieht jetzt hier, wenn wir switchen, dass auf die Dauer noch Attributed Key Pages dazukommen und Passive Abilities. Aktuell sind die noch leer, weil wir die jetzt in der Form noch gar nicht gelevelt haben. Das kommt im Verlauf des Spieles. Aber wir haben eben die Möglichkeit, da eben auszuwählen, wen wir da quasi repräsentativ nehmen. Und machen das jetzt aber nicht. Wir können dann auch hingehen und können unser Kartendeck entsprechend bearbeiten. Das links sind die Karten, die wir aktuell im Set haben, in Verwendung haben. Wir können eben entsprechend Karten wieder rausnehmen, um dann Platz zu machen. Also die belegen jeweils einen Slot. Ihr könnt auch das ganze Ding hier komplett leeren und euer eigenes Deck wieder zusammenbasteln. Und wir haben hier natürlich jetzt von grün ausgehend über blau bis zu lila dann eben immer stärkere Karten. Es gibt noch höherwertigere Karten und ein Ziel in der Lore ist es, das eine perfekte Buch zu finden. Da wird auch unterschieden zwischen Taschenbüchern, gebundenen Büchern und dann schon kunstvoll verzierten Büchern und so weiter und so fort. Das Coole ist hier auch beim Deck, man kann das relativ einfach speichern und kann, wenn man zum Beispiel auch dann den Char wechselt, der immer noch immer Roland heißt, dann aber auch das Deck entsprechend wieder laden, das man eben haben möchte. Aktuell nutze ich das Deck, das habe ich Bleeding genannt, weil ich hier eben auch entsprechende Karten drin habe, die das eben schon können. So, wir gehen raus und gehen jetzt mal direkt auch dann in ein Spiel. Dazu müssen wir ein Buch registrieren. Book of Rats, das wäre jetzt eben die erste gewesen. Wir machen jetzt einmal mal die zweite, Book of Great Nine Fixers. Und gucken, was wir hiermit anstellen.
So, hier sehen wir jetzt zum Beispiel niemanden. Es sind nur Fragezeichen drin. Und zwischendrin kommt dann einfach die Story, aber die überspringen wir jetzt ein bisschen. Also ich skippe schnell durch und wir lesen halt immer. Genau. Das sind Polizisten in der Welt außerhalb der Bücherei, die ja auf eine gewisse Art und Weise magisch ist. Die wundern sich darüber, dass diese Fixer, das sind meistens so eine Art Organhändler in dieser Welt, dass die mittlerweile immer nach und nach verschwinden. Und die werden auch überwiegend von uns rekrutiert. Wir selber waren auch ein Fixer. Sie haben Hinweise auf diese Einladung, die wir eben ja auch verschicken, aber sie wissen nichts damit anzufangen. Ja, sie vermuten, dass das vielleicht reiche Leute sind, die ihre Spielchen treiben oder aber vielleicht, dass noch andere Dinge dahinter stecken. Ja, und die Fixer sind irgendwie generell irgendwie spezielle Leute, die halt einfach in irgendeiner Art und Weise alles möglich tun. Da er auch ein Fixer ist, wird er wohl kein Organhändler sein. Die meisten haben aber Körper in irgendeiner Art und Weise gesandwiched. Er ist doch ein Fixer, er ist wohl ein Informant oder was. Also dann sind es doch einfach diese Typen, die dann halt eben Körperteile farmen. Aber es scheint auch wie so eine Art dystopischen Cyberpunk-Welt zu sein. Auch wenn die desolater ist oder vielleicht näher noch an unserer Gegenwart als jetzt was wie in einem klassischen Cyberpunk. Was man auch machen kann, ist, man kann Autoplay machen. Man hört vielleicht, das ist koreanische Audio. So, und das ist unsere Bibliothekarsleiterin, unsere Chefin. Und wir können auch nicht sterben. Also sie sorgt dafür, dass wenn wir sterben, wieder bei ihr in der Bücherei landen. Also es ist kein Roguelike, sondern es geht schon auch immer weiter. So, und wir haben jetzt die Geschichte gesehen, weil wir eben auch das Buch registriert haben. Wir sehen immer die Empfänger der Einladung und bekommen dann halt eben die Geschichte zu sehen erstmal der Leute, wie sie Einladung bekommen und ein bisschen Background zu den Leuten. 안녕하세요. 저는 윤 사무소의 해결사 핀입니다. 저 이곳에서 정말 네, 그럼요. 당 부디 당 So. Der sieht speziell aus. Ich kann mir gut vorstellen, dass wir ihn vielleicht in irgendeiner Art und Weise bekommen können. Und es ist auch so, dass wenn wir die Bücher öffnen, das machen wir nach dem Fight, dass wir da entsprechend auch die Chance drauf haben, eben dann diese Charaktere zu bekommen, die wir dann in Rolands Namen dann kämpfen lassen. Und mit der Zeit werden wir dann halt eben auch eine ganze Gruppe aufbauen. Da freue ich mich schon drauf. Hier, das ist jetzt auch ein spezieller Perk. Den sehen wir jetzt gleich in-game. Und wir beginnen Stageplay. Wir sehen auch, wie viele Floors verfügbar sind. Hier ist auch nur einer. Manchmal sind es dann einfach mehr, sodass man tatsächlich dann auch mehr Kämpfe bestreiten kann. So, jetzt kommt der interessante Part. Das Kampfsystem, die Kampfmechanik. Und wir sehen zum einen hier oben, das sind das Licht. Das Licht sind Aktionspunkte. Und wir können aber immer nur eine Aktion ausführen. Wir sehen unten auch immer ein bisschen Dialog, kurz was sie jeweils denken oder sagen. Wenn ich auf den Gegner klicke, dann sehe ich drei verschiedene Werte. Ich sehe einmal Slash, Schlitzen, Pierce, durchstoßen, stechen oder Blunt, dann halt eben entsprechend Stumpfschaden. Und da darf man sich nicht irritieren lassen. Wenn hier steht Slash, Damage, Resist, oder besser gesagt, wenn hier steht Pierce, Damage, Resist, Fatal, dann bedeutet es nicht, dass die sehr gute Widerstände haben gegen Pierce, sondern sie haben sehr miese Gegenstände, Widerstände gegen, Blunt Damage Resist Weak, das ist am einfachsten zu verstehen. Da habe ich am Anfang gedacht, dass sie halt eben schwach gegen Blunt Damage sind, aber sind sie nicht. Sie sind stark dagegen. Also wenn wir Blunt anwenden, werden wir weniger ausziehen. Wir haben hier die verschiedenen Werte dann nochmal wie die HP. Sehen dann halt eben auch noch die Stagger Resist und die Emotion Coins. Da haben wir ja oben den Emotion Level. Und da wird man auch sehen, dass da oben sich der Balken füllen wird. Auch wir haben dann Emotion Level. Und wenn unser Emotion Level steigt, dann können wir auch zum Beispiel diesen Perk anwenden. Das Schöne ist, das Spiel gibt einem am Anfang ein sehr gutes Tutorial.
wird euch da durchführen. Ihr werdet nach und nach, werdet ihr verstehen, worum es geht. Und ihr könnt aber auch immer dieses Manual hier aufrufen. Ihr könnt euch alles nochmal schön anschauen, da wird alles nochmal schön erklärt. Wir reißen jetzt natürlich das Ganze erstmal so durch, wie wir das sehen. So, ich starte jetzt einfach mal. Ich klicke hier drauf oder auf Space. Dann wird gewürfelt. Die höhere Zahl beginnt, hat einen höheren Initiativwert, geht bis 4. Wenn ich mich jetzt selbst anklicke, sehen wir zum einen nochmal unsere Stats. Wir sehen aber auch die Karten, die wir gezogen haben aus unserem Deck. Und wenn ich auf ihn klicke, dann sehen wir, was er fahren wird. Er wird zweimal Pierce fahren und wir sehen unten drunter gleich steht, da steht schon Weak. Das ist unser Widerstand, also unser Widerstand ist hoch gegenüber Piercing. Sieht man aber auch hier auch immer von der Formatierung entsprechend dargestellt. Wenn es blinkt, ist es Fatal. Ja, das bedeutet, wir sind sehr schlecht widerstandsfähig gegenüber Blunt. Und sind normal bei Slash und halt eben Pierce macht uns richtig weh. So, das versucht er eben auch. Wir haben jetzt hier einen Clash, das heißt beide greifen sich auch gegenseitig an. Wenn jetzt mehr Gegner da wären, gäbe es natürlich auch Gegner, die würden uns angreifen, die wir nicht angreifen. Das hat auch nochmal eine Auswirkung. Das sehen wir in einem anderen Kampf, in dem dann einfach mehr Gegner mit am Start sind. So, wir sehen aber, er ist schwach gegen Pierce. Jetzt könnt ihr mir natürlich überlegen, nutze ich Pierce oder lasse ich's? Ich habe jetzt hier nur 2 Slash und einen Pierce. Das würde ihm definitiv Schaden machen. Die Frage ist natürlich, reicht das aus? Dadurch, dass er mich zweimal mit einem Angriff angreift gegenüber dem ich entsprechend empfindlich bin, ist es vielleicht nicht unbedingt sinnvoll. Das geht aber jetzt schon ein bisschen mehr in die Tiefe des Strategischen zum Spiel, aber damit ihr einfach seht, wohin so ein bisschen die Reise geht. Deswegen nehme ich jetzt Skitter Away, auch wenn ich relativ wenig Schaden bei ihm machen werde. Wenn das aber gut läuft, weiche ich zweimal aus. Das waren diese blauen Dinger. So, es wird gewürfelt, 4-2. Ich habe gewonnen. Er hat mich aber trotzdem einmal wenigstens getroffen. Da wird dann entsprechend mehrfach gewürfelt. Wir würfeln einmal für die Initiative. Dann würfeln wir, wenn es im Clash kommt, dann eben natürlich, wer dann entsprechend den Schaden macht. Und dann in Abhängigkeit davon, ob da noch eine Blockkarte dabei ist oder nicht, wird dann auch nochmal gewürfelt und berechnet, eben ob dieser Block dann zusätzlich nochmal erfolgreich ist oder nicht erfolgreich ist. Super geiler Shit. Was wir jetzt hier auch feststellen können, ist, dass er gestaggert ist. Wir sehen ja diesen Stagger Resist. Das ist dieser gelbe Balken, den haben wir auch. Und im Grunde genommen ist es quasi die Ausdauer oder die Rüstung, wenn man so möchte. Wenn man die runterschlägt, dann werden die gestaggert. Deswegen sehen wir auch die Widerstände aufgeteilt zwischen den HP und dem Stagger. Der Vorteil davon ist, den Gegner in den Stagger zu packen. Sie haben erstmal überhaupt keine Resistenzen jetzt mehr. Man sieht hier, dass die Resistenzen, wie sie vorher waren, jetzt komplett auf Fatal sind. Das heißt, wir können einfach jegliche Art von Angriff fahren und werden ihn damit erledigen. Und er kann jetzt auch nicht agieren. Das ist halt auch mies. Deswegen gehen wir direkt auf Focus Strike. Und das dürfte es gewesen sein, eigentlich. Ja. Wunderbar. Und das ist halt, finde ich, richtig krass. Krasser ist es halt, oder noch interessanter wird es, wenn man halt eben jetzt mehrere Gegner hat. Das werden wir jetzt gleich machen. Wir öffnen gleich ein Buch. Wir sehen jetzt, was wir bekommen haben. Wir haben dreimal Book of Finn bekommen. Und damit wir sehen, was tatsächlich drin ist, müssen wir die auch nochmal öffnen. So, das überspringen wir jetzt einfach mal komplett. Die Story finde ich super interessant, aber jetzt für das Let's Play zeige ich euch die Mechanik und was man alles machen kann. Und wir haben jetzt nochmal ein paar neue Informationen. So, wir öffnen jetzt als erstes Buch und als nächstes geht es dann zum Bossfight. Das war der erste Bossfight, das kam jetzt gerade als Hinweis. Es gibt Abnormitäten und wenn wir diese Abnormitäten besiegen, dann befreien wir einen der Librarians, Bibliothekare, und bekommen diesen dann eben zu uns in die Gruppe, sodass wir dann zu mehreren kämpfen können. Das ist genau das, was ich wollte. Da oben sehen wir noch den Bedrohungslevel der Bücherei für die Stadt. Wir haben ja eben diese Stadt und dann haben wir eben diese Bücherei, in der wir uns befinden. Und das führt eben auch zu weiteren Events und anderen Geschichten. Was ich euch noch kurz zeigen wollte, sind die Credenza. Wenn man hier reingeht, dann kann man hier sich auch nochmal den Verlauf angucken. Die Geschichten, die entsprechende Story, man kann auch die Dialoge sehen und man kann eben auch die Bücher sehen der einzelnen Seiten, also die einzelnen Seiten der Bücher quasi. Das geht hier immer alles über Bücher. So, jetzt sehen wir hier, das ist alles quasi Loot, das sind Bücher, die wir
bekommen haben. Wir müssen aber darauf aufpassen, dass wir nicht alle ausgeben, sondern dass wir eben zum Teil auch wenigstens eins übrig lassen, damit wir die wieder einsetzen können, um Einladungen zu verschicken. So, wir können bis zu 20 Bücher öffnen. Das machen wir jetzt einfach mal, beziehungsweise verbrennen. So, und da sehen wir unser Loot. Da sehen wir Finns Pages, 3 Stück. Jons Office Fixer. Ja, man sieht jetzt hier zum Beispiel Passive Ability. 50% Chance, um Slash Damage zu boosten um 1. Oder hier, wenn ein Verbündeter stirbt, 1 Stärke in der nächsten Szene. Das ist bei den Karten dann auch identisch. Wenn sie Finns Page heißen, haben sie auch identische Passive Abilities. So habe ich es zumindest bisher auch immer gesehen. Hier sehen wir zum Beispiel auch nochmal tolle neue Karten. Preparation, hier auch ein Clash Win. Also wenn tatsächlich ein Clash, also beide sich gegenseitig angreifen und der Verteidigungswurf dann erfolgreich war, dann bekommen wir ein Light dazu, also wieder ein AP quasi. Hier Preemptive Strike, da haben wir auch schon was. Hier aber Struggle, zum Beispiel auch nicht schlecht. 2 Protection in der nächsten Szene. Also einmal schon zweimal die Blocks, die wir da sehen können, gegenüber 2 Angriffen, plus dann nochmal 2 Block in der nächsten Szene. Das sind auf jeden Fall schon mal interessante Karten. Und auf die Art und Weise könnt ihr, ohne großartig grinden zu müssen, ich sag mal monoton grinden zu müssen, könnt ihr da schon einiges an Karten dazu bekommen und euch den Beat geben. Und ich freue mich jetzt auf die Abnormität. Und wir wollen auf jeden Fall das Buch des Blutbades betreten. Okay. Das sieht hier aber schon mal ganz anders, ne? 30, 10. So. Eins bis fünf weniger Schaden von Schlitzattacken. Das sehen wir auch. Hier ist es richtig, ne? Endured. Das ist richtig dicht hier. Also, eine richtige Schwäche hat er nicht. Wir sehen auch hier das erste Mal eine Abweichung zwischen HP-Widerständen. Bei Pierce normal und für Stagger weak. Und Blunt Stagger Resist ist Fatal. Das wäre meine einzige Möglichkeit. Das kann ich nur hoffen, dass ich auch eine Blunt-Karte gezogen habe. Hier, Blood verliert 3 Geschwindigkeit und erhöht aber den Block um 3. Das ist natürlich unschön. Den Blockwürfel. Das ist noch schlimmer. Okay. Was macht er? Depression. On Hit. Also, falls uns damit trifft. 3 Paralyse. Okay. 3 Paralyse, falls uns damit trifft. Bei Blunt hat er Fatal und wir haben hier die Möglichkeit, das machen wir. Und wenn wir den Clash gewinnen, wenn der Blunt trifft, wird er eben Blutung bekommen in der nächsten Szene. Richtig, richtig geil, Leute. Okay, ist gerade erstmal gar nichts passiert. Jetzt müssen wir warten. Wir wollen das uns nochmal genau angucken. Weil es führt uns schon relativ lange über ein Tutorial. Das sind aber alles Informationen, die haben wir jetzt schon gesehen. Und deswegen skippen wir das kurz. So, und jetzt. Yes, trifft. Und haben ihn sogar gestaggert. Und er blutet. Das läuft gut. So, jetzt können wir natürlich die volle Kante geben. Hier ist sogar egal, was wir eigentlich an Initiative würfeln jetzt natürlich. Da geben wir jetzt auch die Focus Strikes. Kriegt er halt voll rein. Aber man sieht halt, ne, er kriegt trotzdem nur 2 abgezogen. Also er hat da schon natürlich auch irgendwo durch die Endurance-Widerstände. Das scheint auch unabhängig davon zu sein, dass er gestaggert war. So, was bringt er als nächstes? Wir können zumindest vorher starten. Er hat 3 Block. Das bringt uns natürlich dann auch nicht viel. Also ist in sich völlig wurscht. Für den Fall, dass er irgendwie doch noch irgendwas auspackt, was ich nicht erkenne, weichen wir sicher selber aus. Genau, einen Treffer hat er gemacht. Aber auch nur 2 ausgezogen.
Wieder 3 Block. Ist mies. Ist auch die Animation, also richtig, richtig schön. So, Fater. Und da sind wir natürlich empfindlich. Und 3 Paralyse. So, haben wir noch Block? Ja, hätten Pierce. Pierce macht normalen Schaden. Also Block will ich auf jeden Fall mitnehmen. Wir können halt auch immer nur eine Aktion ausführen. Ne? Dreimal Fator. Das würde uns, glaube ich, sogar staggern, ja. Da kann man nur beten jetzt, dass die 2 Ausweichen passen. Autsch. Ja, der hätte uns... Wenn alle 3 getroffen hätte, hätte es uns gestaggert. Jetzt ist er gestaggert. So. Eine volle Ladung. Ah. Einmal 5, dann 0 und dann 4 Schaden. Gut, aber 4 hat er nicht mehr. Ich hoffe, er blockt jetzt nicht. Ne, kann ruhig seine Fatal auspacken. Das sollte eigentlich reichen. Yes. Wundervoll. Unterdrückung des Blutbads ist komplett. Ja, da sind wir hier. Neue Kärtchen. So, und da haben wir jetzt eine weitere Librarian. Perfekt. Und das Schöne ist, über die Möglichkeit zu switchen, haben wir auch dann die Möglichkeit, quasi uns dann Rollen zu erschaffen. Was halt echt sehr, sehr nice ist. Das machen wir jetzt mit ihr. Jetzt haben wir als Favorite. Ja, und dann sieht man hier unten, Slash of Grade 9 fixed a 50% chance to boost the Slash Damage. Und jetzt ja auch gleich mal als Favoriten, das ist dann einfacher mit der Zahl, weil so viele Karten sind. Ja, und jetzt sieht man auch hier, also auch hier haben wir jetzt die Passive Attribution dabei. Am Anfang war es komisch, weil der andere Avatar angezeigt worden ist. Und das hier ist eigentlich der Standard des Avatar. Wundervoll. Ja, und hier sieht man auch nochmal, dass sie einfach wunderbar einfach die Sachen nochmal erklären. Und das sind aber jetzt genau auch die Sachen, die wir einfach haben. Ne? Also die Möglichkeiten, die wir haben. Wir können jetzt auch hingehen und können dann eben mit der Zeit weiter ausbauen. Und können uns da auch die Namen aussuchen, die Präfixe, Suffixe, können hier jetzt auch dann die Charaktere einfach nochmal anpassen, so wie wir das gerne haben möchten. Das wurde halt erst jetzt freigeschaltet, ging vorher nicht. Und ja, das sind halt alles sehr, sehr, sehr geile Sachen. Ich muss sagen, ich bin extrem überrascht von dem Spiel. Ich denke, ihr habt das jetzt auch gemerkt, dass ich das Game auf jeden Fall sehr, sehr gut finde. Und wenn ihr mir nicht glaubt, checkt auf jeden Fall einfach auch nochmal die Rezension. Ich selbst bin jetzt auch noch nicht so lange hier drin unterwegs gewesen, aber ich glaube lange genug, um tatsächlich einschätzen zu können, dass das ein richtig fettes Game ist. Das vor allem sehr auch in die Tiefe geht. Auch die Story, super wichtig, das habt ihr jetzt natürlich nicht so in dem Ausmaß mitbekommen, macht wirklich Laune, auch wenn man am Anfang sich ein bisschen den Kopf kratzt, aber das ist halt schon eine nette, auch Fantasy, typische asiatische Gegenwarts-Zukunfts-Fantasy-Geschichte, ähnlich wie ihr sie ja auch, sag ich mal, aus Persona kennt, in vielen Atlus-Games an sich, wo hier auch mit Sicherheit viel Inspiration gezogen worden ist. Man hört es ja auch am Soundtrack. Man sieht es auch an dieser Art von Style.
die das Spiel mit sich bringt. Und als Freund der Kartengames, guter Deckbuilder, finde ich das halt richtig nice hier, diese Kombination. Checkt das aus, Library of Ruina, und den Link findet ihr unten in der Beschreibung. Bis zum nächsten Mal.